Hallo ihr Lieben, ja, ich bin endlich mal wieder da. Ich weiß, in der letzten Zeit gab es gar keine Videos, das tut mir auch total leid, aber ja, ich schreibe am Montag meine erste Klausur und dann geht es auch durchgängig weiter, volle Kanne, 3 Wochen lang, bis ich meine ganzen 8 Klausuren hinter mir habe. Und ja, da war es jetzt leider gar nicht wirklich möglich, noch zu filmen, weil ich eigentlich nur von der Bippe nach Hause zu meinem Freund etc. gerannt bin. Und ihr hört es wahrscheinlich auch, ich bin jetzt ein bisschen angeschlagen. Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen noch zusätzlich, aber naja, ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch, deswegen wieder mal diese Perspektive. Da hatte ich ja auch schon mal ja, so ein Tutorial gedreht gehabt zu Halloween im Oktober. Einfach weil ich jetzt keine Lust hatte, auf dem Bett das alles aufzubauen. Und hier habe ich halt meinen Tisch dann auch noch. Und ja, es sollte halt jetzt doch auch wieder schnell gehen. Und draußen sieht es ja übel aus. Also hier in Karlsruhe, da schneit es so verrückt. Das ist wahrscheinlich jetzt fast überall in Deutschland. Weil wenn es in Karlsruhe mal schneit, dann ja. Aber richtig heftig. Naja, also falls ich irgendwie mal niese oder huste oder so, ich versuche es rauszuschneiden, aber das geht natürlich nicht immer. Aber dann, ja, tut es mir leid. Ja, gut. Ich wollte euch heute meine Neuzugänge zeigen vom Monat Januar. Eigentlich wollte ich nur so eine Art, ja, mir geht's gut und ich bin auch da, aber es gibt jetzt momentan keine Videos. Videotrainer, also so eine Art, wie geht's mir und was ist überhaupt los und so. Aber dann dachte ich, ja, komm, meine Neuzugänge kann ich euch auch noch zeigen. Dann habt ihr wenigstens etwas zu sehen. Und ja, also abgesehen von dem, dass ich ein bisschen angeschlagen bin und dass ich halt ein bisschen Prüfungsstress habe und so, geht's mir gut. Aber ich denke, das kennen viele von euch, das Problem. Und so ist es halt, ne? Aber ab dem 18., da ist meine letzte Prüfung. Da habe ich dann noch wieder ein bisschen Zeit. Also ich muss jetzt dann danach noch arbeiten. Aber das ist bisher auch immer nur am Wochenende. Von daher passt es. Ja, was noch ein bisschen doof ist, ich habe euch ja von meinem Praktikum erzählt im März. Aber das ist jetzt eine gute Nachricht wahrscheinlich für euch. Ich habe weiterhin Zeit hier in Deutschland meine Bücher zu lesen. Denn sie haben mir ganz kurzfristig letzte oder vorletzte Woche oder so abgesagt. Ist alles ein bisschen doof, aber so ist es halt, ne? Also ich wurde angerufen aus Spanien und dann hat man mir gesagt, dass sie sich doch denken, dass es ein bisschen zu schwierig wird mit der Sprache und so für mich. Ich habe extra nochmal nachgefragt, nachdem ich das Telefongespräch hatte, das nicht so gut gelaufen ist. Also wir haben hauptsächlich auf Deutsch geredet, aber teilweise dann doch auch auf Spanisch. Und ja. Mein Spanisch ist nicht gut, das habe ich aber auch schon von Anfang an den Leuten dort gesagt und sie meinten, das wäre kein Problem. Wir können teilweise Deutsch und auch Französisch und so. Englisch eher nicht so wirklich, aber ja. Und irgendwann kam dann raus, dass sie eigentlich doch die ganze Zeit auf Spanisch reden und dass ich nur am Anfang eine hätte, die halt auch Deutsch sprechen kann und bla bla bla. Jedenfalls, es wurde mir abgesagt. Das ist ja jetzt für euch alles auch relativ uninteressant. Aber ich denke, für euch ist es ganz gut. Ich werde jetzt wahrscheinlich erst im September, Oktober dann weggehen in mein Auslandssemester oder halt Auslandspraktikum. Je nachdem, wann ich was bekomme. Und ja, kann weiterhin hier schön meine Bücher lesen. Sonst hätte ich wahrscheinlich nur E-Books lesen können oder so. Mal schauen. Ja, gut. Aber jetzt Neuzugänge. Ich habe mir hauptsächlich englische Bücher gekauft, deswegen weiß ich nicht, ob das euch überhaupt so wirklich interessiert. Aber ich denke mal, für die, die gerne mehr Englisch lesen würden oder es auch tun, ist es jetzt vielleicht doch ganz interessant. Beziehungsweise, vielleicht regt es euch ja auch an, ein bisschen mehr lesen zu wollen auf Englisch. Ich habe mir auch überlegt, ein spanisches Buch zu kaufen und zu lesen. Jetzt bin ich doch ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil wenn man es nicht unbedingt muss, dann tut man es ja nicht sofort. Huch, jetzt musste ich niesen. Und ich denke, das ist trotzdem gut, wenn ich jetzt weiterhin meine Sprachkenntnis in Spanisch ausarbeite, damit ich vielleicht irgendwann doch noch zum Unternehmen kann dort. Aber ja, ist halt jetzt nicht so, dass ich unbedingt den Druck hätte, auch wenn es natürlich gut ist, weiterhin ein bisschen Spanisch zu lernen. Jetzt bin ich schon wieder abgedriftet, also sorry, keine Ahnung.
Naja, gut, vielleicht regt es euch mehr an, ein bisschen auch auf Englisch zu lesen. Aber ich habe mir 4 deutsche Bücher und 5 englische Bücher gekauft. Mein eines ist noch in meiner Tasche, denn das lese ich gerade, das hole ich jetzt mal schnell. So, ja, jetzt habe ich das geholt. Nochmal kurz, ich hoffe, dass ich nicht arg... Also wenn es euch stört, wie ich aussehe, ich bin halt jetzt mal krank und in der Lernphase, wie schon gesagt. Und falls der Hintergrund jetzt auch nicht der schönste ist, ist halt so. Wenn man in der Lernphase ist, hat man nicht so viel Zeit, um solche Dinge sich noch zu kümmern. Ich hoffe, ihr versteht das. Gut, also ich fange jetzt an mit dem Buch, das ich im Moment gerade lese. Das ist aber eher so mein Bahnfahrbuch. Habe ich euch schon erzählt, dass ich immer so ein Buch in der Bahn dann mal noch lese. Und zwar ist es von Amy Crossing, Raum 213. Das habe ich mir neu gekauft auf Amazon. Mehr oder weniger gezwungenermaßen, denn ich wollte es gebraucht kaufen, habe es aber nirgends gefunden und war irgendwie total scharf drauf. Und ja, ich glaube, das kostet auch nur 7 Euro, so und so viel oder so, neu. Und dann dachte ich, komm, nimmst es jetzt mal mit. Ja, ist bisher auch ganz gut. Also ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich bin auf Seite 44 oder 45. Und da geht es ja um diesen Raum 213 in einer Schule. Und dort passieren interessante Dinge mit einem Menschen. Also interessant insofern, dass sie scheinbar ziemlich schrecklich sind. Oder dass die Person, die reingeht, gar nicht mehr lebend wieder rauskommt. Ja, und es geht halt auch um die Liv, die auf einer Party sieht, wie ihr Freund eine andere küsst. Dann flieht sie von dieser Party, weil sie so geschockt ist darüber. Und läuft quasi in die Arme eines seltsamen Mannes. Der heißt Ethan. Und ja, er erschreckt sie ziemlich, aber tut ihr nichts an. Und am nächsten Tag ist er dann wieder da und erschreckt sie auch wieder, einfach durch seine Anwesenheit, dadurch, dass er sehr furchteinflößende, also nicht Grimassen, aber er hat eine, ja, ziemlich autoritäre Präsenz, würde ich jetzt mal sagen, was sie natürlich einschüchtert. Und ja, es geschieht dann auch ein Mord, aber es ist ganz interessant. Also ich finde es ganz gut, vor allem das hat nur knapp 170 Seiten, das kann man mal schnell weglesen. So, das nächste deutsche Buch ist Sebastian Fitzek, Noah. Das habe ich in der Buchhandlung gekauft. Ich glaube, im Thalia war das, glaube ich. Oder war es bei mir in Neustadt, in meiner Heimatstadt? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls hat das 9,95 dann eben neu gekostet. Und da ist auch so ein witziges Lesezeichen dabei. Das finde ich auch voll cool. Ja. Jetzt muss ich wieder niesen. Das habe ich gekauft und es soll ja so ein bisschen gesellschaftskritisch sein. Einfach halt, ich lese euch mal hier den einen Satz vor. Zur Geburt Jesu Christi lebten 300 Millionen Menschen auf unserem Planeten. Heute sind es 7 Milliarden. Wie viel ist zu viel? Und das fand ich schon so interessant, dass halt so ein Thriller ein bisschen gesellschaftskritisch angehaucht ist und dass es halt um so ein bisschen ein weiteres Thema eben noch geht. Ich habe auch jetzt letztens erst einen Fitzek wieder gelesen und einfach Weltklasse. Also Fitzek ist echt perfekt. Das ist mein fast Lieblingsautor oder einer meiner Lieblingsautoren, was so thrillermäßige Genre angeht. Und Bombe. Ich muss jetzt alle seine Bücher besitzen. Ja, noch ein Thriller, beziehungsweise eher ein Jugendthriller, ist hier von Kjetil Johnson, wenn man sie... Ist, glaube ich, eine sie, oder? Ist es ein er? Nein, ist ja auch egal. Ach, es ist ein er. Ja, gut. So spricht man ihn, glaube ich, aus. Ja, Dark Village, das Böse vergisst nie. Das erste Buch. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, um was es da geht. Ich glaube einfach halt um ein Dorf, also das Dark Village. Und da lauert das Böse, wie hier hinten drauf steht. Ja,
keine Ahnung, irgendwas mit einer Toten mit Plastikfolie im See aufgefunden und so. Und ja, ich fand den Buchschnitt halt klasse. Das habe ich mir jetzt gebraucht über Amazon gekauft. Der Zustand soll sehr gut sein. Das finde ich, ist er auch. Es sieht aus wie neu. Ich weiß gar nicht, wie viel ich genau dafür jetzt gezahlt habe. Ich glaube 5 € mit Versand. Ja, ich weiß nicht so genau. Also ich hätte es mir, glaube ich, auch neu gekauft, aber dafür, dass es jetzt so neu aussieht. Und eigentlich wollte ich mir das und das hier, ich wollte diese Reihe nicht anfangen, denn das sind ja jeweils, ich weiß gar nicht, 5, 6 oder so Bände. Und es ist es mir eigentlich nicht wert für so einen Jugendthriller, die man ja echt auch dicker gestalten könnte, schon von vornherein, so viel Geld auszugeben. Aber wenn es die dann teilweise auch gebraucht gibt und es sind halt Thriller, ne? Und viele mögen sie, wobei Dark Village ja von einigen nicht so gemocht wird, aber ja, ich habe mir dann doch nochmal ein paar Videos angeguckt und die Leute, auf die ich so ein bisschen vertrauen konnte, was so auch Thriller-mäßige Sachen anging, also halt auf ihre Meinung, die fanden Dark Village gut und dann dachte ich, ja, jetzt probierst du es auch mal aus, dir wird es bestimmt auch gefallen. Ja, dann mein letztes deutsches Buch, das ist auch, ich sag jetzt mal, so eine Art Thriller, ist Gated. Von Amy Christine Parker. Die letzten 12 Tage. Ich glaube, das ist auch eine Reihe, wenn nicht sogar eine Trilogie, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und da geht es um eine Sekte. Um die Layla, die eben ihrem Führer, so nennt man scheinbar dieses Oberhaupt in dieser Sekte, bedingungslos gefolgt ist, bis sie dann, ja, bisschen rebelliert und so, was natürlich die Sekte nicht zulässt. Aber ich liebe Sekten, also das hört sich jetzt blöd an. Ich mag keines, also wie soll ich das jetzt erklären? Ich finde Sekten nicht gut, natürlich nicht, aber mich interessieren Geschichten darum. Also wie jemand sich so einnehmen kann von Sekten oder halt wie jemand sich so darauf einlassen kann. Das Wort habe ich gesucht. Ihr merkt, ich bin echt ein bisschen wie so, als hätte ich ein Brett vor dem Kopf, weil, ja, scheiß Erkältung, ey, ich kann es nicht gebrauchen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Mich interessiert einfach dieses Drumherum und so auch dieses bisschen Ausbrechen und so. Deswegen wollte ich das mitnehmen. Das hat aber 16,95 gekostet und so viel Geld gebe ich normalerweise nicht für ein Buch aus, aber das hat mir so gut gefallen. Und da musste ich es mitnehmen. So, jetzt muss ich mal kurz Nase putzen. Jetzt gibt es wieder einen Schnitt. War ja klar, dass ich genau dann, wenn ich dieses Video drehe, wieder so eine Phase habe, wo ich total viel niesen muss und meine Nasen putzen muss. Weil ich habe immer so Phasen, wenn ich gerade am Anfang von der Erkältung bin, dass ich halt extrem viel niesen muss und meine Nase läuft und ja, und es sind ja, jetzt ist auch noch mein Akku leer gegangen. Ich weiß nicht, wie viel meine Kamera da so abschneidet. Aber ich war brav das letzte Mal. Ich hatte meinen Ersatzakku auch aufgeladen. Von daher kann ich jetzt schön weiterdrehen. Jedenfalls habe ich euch dieses Buch gezeigt. Spider's Bite von Jennifer Esteep. Was ja das englische Buch oder die englische Version zu Spinnenkuss ist. Und ja, ich finde das ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber die hat auf ihrer Hand dieses Sonnenzeichen, was sie auf dem englischen Buch auf dem Kopf hat. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Ich finde generell auch dieses Cover nicht schlecht. Also mit dieser Frau, die dann den Speer oder diesen Dolch da hat. Ja, und es geht halt um eine Assassine. Heißt ja auch An Elemental Assassin Book. Ja, ist der erste Band. So, weiter geht's mit Wool von Yu Howie, glaube ich, spricht man aus. Das habe ich bei Thalia gekauft, hier in Karlsruhe für 8,99 und das soll The Next Hunger Games sein. Ja, geht irgendwie auch so ein bisschen um Rebellion und ist natürlich eine Dystopie und so und ich mag Dystopien gern. Das stand da so ganz schön. Die Bücher haben alle irgendwie so eine Farbe und so ein Element oder so irgendwas vorne drauf. Und das fand ich sah ganz cool aus. Deswegen habe ich es mal mitgenommen. Ja. Ja, jetzt kommen noch ein paar Amazon-Bestellungen. Zum einen The Fifth Wave von Rick Yancey.
Das weiß ich jetzt gar nicht genau, was ich dafür bezahlt habe. Es steht 7,99 Pfund und australische Dollar 16,99 hinten drauf. Aber ich glaube, ich habe 6 oder so Euro oder vielleicht auch 9 Euro gezahlt. Keine Ahnung. Es war jedenfalls günstiger als die Hardcover-Version im Deutschen, wie immer. Und das sieht genauso aus. Ich finde es nämlich richtig cool, dieses Cover. Ja, und es ist ja auch so eine Dystopie, glaube ich, dass es halt mehrere Wellen gibt, die ein paar schreckliche Dinge über die Menschheit gebracht hat. Und jetzt ist eben, ja, die fünfte Welle dran, die einbrechen soll. Und ja. Ah, gibt es da jetzt auch einen Film? Don't miss the Major Film steht da drauf. Ist es eine Verfilmung? Oder wird es verfilmt? Ist es verfilmt worden? Keine Ahnung. Ich fände es jedenfalls ganz cool und da freue ich mich voll drauf. Weiter geht's mit Night Film von Marisha Pazel. Wenn man sie denn so ausspricht. Das habe ich mir eben auch auf Amazon bestellt. Und das ist voll der fette Schinken. Aber was mir richtig gut gefällt, ist. Zeige ich mal die Seite, die verrät nicht so viel. Das ist teilweise zwischendrin wie so ein Online-Blog gestaltet. Also da seht ihr so ein bisschen düstere Seiten und so. Das geht, glaube ich, auch ein bisschen um einen Blog. Ja, und halt auch ein Mord und ist, glaube ich, auch so ein bisschen thrillerartig. Und das hat eine Booktuberin aus Amerika vorgestellt. Das war bei ihren Top 14 oder 15 Bücher von 2014 dabei. Ich weiß jetzt nicht mehr. Und ja, das hat sich echt gut angehört, was sie da so erzählt hat. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr ihren Namen, also ihren Kanalnamen. Na egal. Ja, und dann muss sie es halt auch haben. Und dann habe ich mir Unravel Me von Tahereh Mafi noch bestellt. Das ist der zweite Band zu An. Wie heißt Ignite Me, glaube ich? Oder Shatter Me? Shatter Me, glaube ich. Also, ich habe hier noch Shatter Me und ich hoffe, dass es wirklich der erste ist. Ja, und ich finde diese Cover so schön. Dieses Auge ist einfach nur der Traum. Ich finde, es ist das Allerhübscheste von denen. Oh, ist das schön. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein dystopisches Ding, aber ihr kennt es bestimmt alle. Das heißt auf Deutsch. Keine Ahnung, ich fürchte mich nicht, glaube ich, heißt es. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also nicht dieses Band, aber ich glaube, das erste heißt so. Dieses Band, dieser Band. Alter, heute, ey. Also Entschuldigung, falls ich zwischenzeitlich echt so ein bisschen neben der Spur wirke. Das liegt alles an der momentanen Situation. Verzeiht's mir, aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem, dass ich jetzt ein Video gedreht habe. Und ja, ich werde meinen Lesemonat wahrscheinlich auch erst dann nach meinen. Entschuldigung. Nach meinen ersten Prüfungen abdrehen. Ich habe am Montag meine erste, am Mittwoch meine zweite und am Donnerstag meine dritte. Hier hängt mein Plan, deswegen schaue ich nach links. Und ja, danach, also wahrscheinlich dann am Freitag oder vielleicht auch noch sogar am Donnerstag, weil ich schreibe am Donnerstag schon um 9, werde ich euch dann abdrehen, weil davor ist es, glaube ich, echt nichts mehr noch mit Schneiden. Und ja, ich muss ja halt hauptsächlich für diese drei Prüfungen dann jetzt erstmal lernen und. Deshalb. Ich hoffe, ihr nehmt mir das alles nicht so krumm und versteht mich. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Hoffentlich in aller Frische. Und bis dann. Tschüss.